Hallihallo, meine lieben Butterblümchen. Wir machen es heute kurz und knackig. Ich habe nicht so viel Zeit, aber genug, um mit euch hier noch so ein knackiges Orakel-Shirt zu machen. Jo, wir machen Liebesorakel, ein allgemeines, ne? Eine Legung an das Kollektiv, ist nicht zu vergleichen mit einer persönlichen Legung, bitte. Und die könnt ihr bei mir buchen. Guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung, gerne auf meine Homepage, kartenlegen-mareike.com oder .de. Und dann könnt ihr eine Legung bei mir buchen, meine Lieben. Ne? Schaut euch mal um am besten auf meine Homepage und schreibt mich vorzugsweise über WhatsApp an. Und schaut euch einfach mal um. So, da ich nicht so viel Zeit habe, heute zu quasseln, fangen wir mal direkt an hier. Ein kurzes, knackiges Orakel. Was ist der Stand der Dinge? Wir gucken einfach mal. Was ist heute wichtig? Welche Liebessituation möchte sich hier heute darstellen? An wen geht es heute? Wir schauen mal. Für alle die, die es heute nicht betrifft, bitte, bitte seid nicht traurig. Und seid nicht frustriert. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr steckt da in einer Liebe, die euch da nicht weiterbringt oder nicht glücklich macht, dann lasst es einfach ziehen. Aber manchmal muss man dann auch sagen, komm, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ne? So, und jetzt geht's weiter hier. Wir gucken, was will sich heute zeigen? Ich bin hier gespannt. Was haben wir denn heute Schönes? Oh, und hier wurde jemand getäuscht. Hier wurde jemand hintergangen. Er schaut hier in den Fuchs rein. In der Hoffnung aber schon mit den Blumen im Gepäck hier. Ne? So, hier ist jemand, es kann auch sein, dass er in geldlichen Angelegenheiten getäuscht wird. Er traute einer Sache überhaupt nicht. Und ist sehr vom Typ her ein sehr misstrauischer Typ. Erstmal sehr vorsichtig und rechnet sozusagen immer mit allem. Ne? Weil hier die Fische so liegen, habe ich gedacht, er könnte auch finanziell sich da irgendwelche Sorgen machen, ob er da finanziell in irgendwelche Geschichten noch drin ist und da so das Gefühl hat, er wird da hintergangen oder er wird da ein bisschen, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Da passiert was im Hinterhalt und das beschäftigt ihn auch hier so zur Zeit. Ich will aber auch noch mal ein paar Klärungskörtchen ziehen auf die Situation. Das sind meine Karten. Ach, hier. Und will einfach mal gucken. Gucken wir mal, was wir auf ihn noch so ziehen können hier. Oh! Okay. Also, da würde ich sagen, handelt es sich um eine sehr enge Verbindung, die wir haben. Wir haben das Herz und den Hund hier springen lassen. Und ja, ihr wisst, der Hund ist so oft, zeigt er eine starke seelische Verbindung an. Ich habe ja zu meinem Hund auch so eine telepathische Verbindung. Der versteht mich ohne Worte, ob ihr das glaubt oder nicht. Das ist wirklich so. Und darum hat die Karte, weil ein Hund eine besondere Bedeutung für mich hat, hat diese Karte auch eine besondere Bedeutung für mich. Und hier ist es eben so, dass eine sehr starke seelische Verbindung zu deinem Herzensmenschen, Herzensmann, Frau, wie auch immer, besteht. Auch wenn er im Moment hier das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht oder hat da einer was, ein unfaires Spiel vor oder wie auch immer, ne? Er ist da aber so, er ist derjenige, der so da am Zweifeln ist, ne? Und dann sieht das Ganze hier mit den Blumen schon wieder positiv aus. Es kommt, also er kommt auf dich zu, es ist für dich ein positives Gefühl, ein positiver Impuls. Aber wenn wir den Bären hier dann daneben liegen haben, ist er auch immer noch etwas verhalten, immer noch etwas zurückhaltend. Ne? Er ist nämlich ein Mensch hier, der sowieso ne, mit dem Bären, der sich hier zeigt, gerne die Fäden in der Hand hat, gern die Kontrolle über bestimmte Situationen auch hat und am liebsten auch über sein Herz. Ne? Da hat er auch am liebsten die Kontrolle drüber. Ja, und wenn das eben nicht funktioniert, so wie hier ne, mit diesen Karten, ganz klar, das kann er nicht kontrollieren, dann ist er da mal erstmal sehr misstrauisch und vorsichtig. Ne?
Ja, wir haben hier in der Mitte den Klee liegen, das heißt kleine Schritte Richtung Liebe, kleine Schritte Richtung Glück. Das ist schon mal was sehr Positives. Aber wir haben hier auch noch ein Geheimnis liegen, was schwer wiegt oder was runterdrückt, diese ganze Liebe. Und irgendwas ist da noch zwischen euch, irgendwas verschweigt er dir da, irgendwas sagt er dir nicht, was ihn aber selber meiner Meinung nach auch belastet. Es wird da noch so eine kleine Tratscherei, Rederei geben, was so ein bisschen Aufregung, Unruhe in eure ganze Beziehung, ganze Verbindung bringt, ne? Also, das hat mit einem Geheimnis zu tun, was jetzt im Geheimen noch ist. Also, irgendwas drückt er da nicht ganz mit der Sprache raus. Und da wollen wir doch gleich mal gucken, ob wir da noch irgendwas bekommen. Auf jeden Fall ist er da sehr schweigsam. Was für ein Geheimnis hat er denn da? Vielleicht können wir ja da mal so näher rankommen. Was hat er denn genau für ein Geheimnis und wo geht es dahin? So, und das wird auch noch einen Konflikt geben mit den Vögeln hier und den Ruten. Bestätigt sich das? Es könnte wirklich sein, dass da irgendwelche Menschen, andere Außenstehende sich auch noch einmischen, ihren Senf dazugeben und reden, tratschen, quatschen, was auch immer. Aber im Allgemeinen steht die Karte für, ja, da kommt noch mal ein kleines Drama auf euch zu, ne? Also das wird hier das Ganze getragen hier, das Kartenbild. Von der Unruhe, Aufruhr, kleines Drama. Ja, hier geht es um eure Gefühle auch mit dem Mond hier, ne? Die Gefühle, wo er sich so ein bisschen zurückgezogen hat. Er hat sich meiner Meinung nach da aber auch zurückgezogen, um eine gewisse Aussprache zu umgehen, gewisse ehrliche, offene Worte zu umgehen. Also er will da was für sich behalten und meiner Meinung nach ist er da so hin und her gerissen. Packt er das jetzt auf den Tisch, packt das nicht auf den Tisch oder wird es jetzt offen ausgesprochen oder eben nicht. Aber wahrscheinlich sehe ich das, dass das hier auf jeden Fall noch zu einer Aussprache kommt, denn sonst würde hier diese dramatische Situation und die Routen da nicht noch so liegen, ne? Wir haben hier dann noch den Park und die Schlange sind gesprungen. Und ja, hier geht es bei dem Park auch wirklich so um offen, ehrlich aufeinander zugehen, Auge in Auge sozusagen, nach diesem kleinen Rückzug dann wieder in den Kontakt gehen, in das offene Begegnen, offene aufeinander zugehen. Und diese Verstrickung hier, ne, wenn es auch jetzt nicht eine andere Frau ist, ist es auf jeden Fall irgendein anderes Geheimnis, irgendwas, in das er verstrickt ist. Und Moment, ich muss mal eben meinen Wecker, der klingelt hier, warum weiß ich auch nicht, in das er hier verstrickt ist. Also da geht es wirklich darum, das auf den Tisch zu packen, ne, und sich somit auch aus dieser Verstrickung hier zu lösen. So, ach, und hier haben wir es wieder. Also das alles, was ich heute, ich muss jetzt mal ein Fazit ziehen hier zu der ganzen Legung heute. Es ist nämlich so, dass es hier wirklich darum geht, dass man nicht ehrlich zueinander war, dass nicht offen die Dinge auf den Tisch gepackt wurden und dass er gerne hier was versucht, für sich zu behalten, zu verbergen. Obwohl es ihn beschäftigt und eigentlich selbst nicht gut beigeht und so, aber es ihn bedrückt, würde ich sogar sagen. Ne? Wie ich immer sage, runter, es drückt runter, es bedrückt ihn. Also es ist ihm nicht egal, das Ganze. Bei dem einen wird es vielleicht auch um eine andere Frau gehen und bei dem anderen geht es um ganz andere Sachen, ne? Die ja da. Ihr müsst mal gucken, habt ihr so das Gefühl oder hast du so das Gefühl, dass dein Gegenüber da nicht ganz offen und ehrlich ist, dass er da versucht, was vor dir zu verheimlichen. Denn es hat definitiv was mit einer Verstrickung, Manipulation hier zu tun. Ne? Also, was euren Kontakt angeht, da bin ich sehr sicher, wenn du jetzt keinen hast, der wird sehr schnell kommen. Das steht nämlich jetzt an. Auch wenn hier das Thema Vertrauen, Unehrlichkeit, Hinterhältigkeit noch im Raum steht. Das wird kommen mit den Blumen und ich glaube, er hat es für sich auch schon geplant. Also, wenn ihr keinen Kontakt habt, oder du, ich spreche, ne, je nachdem, wer jetzt hier das Video anschaut.
So steht das sehr bald an. Und zwar in einem positiven Sinne erstmal. Denn mit den Blumen, habe ich ja vorhin schon gesagt, kommt das erstmal positiv auf dich zu. Ne? Obwohl er da eben noch sehr verhalten und so weiter ist. Mit dem, oder das Ganze erstmal noch auf Eis gelegt ist hier mit dem Bären, den Eisbären hier in dem Fall. Ja, also wollen wir dann noch mal eine Klärungskarte, beziehungsweise ich will mal noch eine andere Legung machen auf den Guten seine Gefühle. Da wollen wir auch noch mal eben drauf schauen. Das schauen wir doch mal. Wie sieht es denn hier aus bei Ettchen? Gefühle, Gedanken etc. pp. So. Oh, siehst du, ich habe erst im Konflikt, er sieht, er ist jetzt auch so hin und her gerissen, ne? Dieses Thema anzugehen oder diese Kommunikation, die Routen ist ja auch immer eine Kommunikation miteinander, die, wenn sie auch ein bisschen rauer ist, aber es ist eine Kommunikation. Du, da wird bald, da flattert bald eine Nachricht dran. Hier, die kommt schon, die ist unterwegs. Was den Wandel auch bringt, das ist hier auf seiner Gefühlsebene wirklich, guck mal, der Reiter bringt Aktion rein. Da hat sich, da war erst ein Konflikt, irgendein Reibungspunkt, aber er hat für sich auch so entschieden, Mensch, ich möchte da noch mal rein in den positiven Veränderungen sozusagen. Und er bringt da die Bewegung rein. Also auf seiner Gefühlsebene und Handlungsebene passiert ordentlich was. Am Ende steht hier noch die Liebe. Es ist zwischen euch definitiv nicht tot. Es ist zwischen euch ganz im Gegenteil, es liegt die Liebe noch da, aber erstmal muss die Wahrheit auf den Tisch, meine Lieben. Erstmal muss offen und ehrlich die Wahrheit auf den Tisch. Und so lange ist es hier noch im Nebel, ne? Aber mit dem Klee geht es in kleinen Schritten. Dann noch den Reiter, also da flattert meiner Meinung nach irgendeine Botschaft, irgendeine Nachricht ins Haus, die das Ganze wieder in Bewegung bringt. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. So, und jetzt zum guter Letzt. Ich habe ja gesagt, wir machen heute mal ein bisschen kurz und knackig aus Zeitgründen. Gibt es aber noch den inneren Buddha. Schnudder. Ach, na egal. Was haben wir denn hier Schönes? Jeder kann nur sein Leben leben. Denke, fühle und handle nicht für andere, sondern lasse sie für sich selbst entscheiden. Das war mein innerer Buddha. Meine Lieben, ich habe es heute ein bisschen kürzer gemacht, aber trotzdem hatte die Legung es in sich, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde, da war schon eine ganze Menge. In erster Linie will ich sagen, geht es hier darum, wirklich offen und ehrlich zu sein, ein gewisses Geheimnis, ein gewisses Unausgesprochene auf den Tisch zu hauen, denn irgendwo ist da ein Würmchen drin, sag ich mal so. Ne, irgendwo ist der Wurm drin. Also er muss da sich den Schritt muss er machen. Ne? Er muss diesen Schritt gehen oder sie, je nachdem. Definitiv. So, meine Lieben, die Schusseline verabschiedet sich jetzt heute von euch. Morgen wieder mal ein bisschen ausführlicher. Heute, aber ich denke mal, so kurz und knackig ist doch auch mal ganz schön, oder? Ich finde, das kann man zwischendurch auch ruhig mal machen. So, meine Lieben, ich wünsche euch was. Einen wunderschönen Montagabend noch. Tschüss!